Ja, einen wunderschönen Tag. Vielen Dank an die Veranstaltung und nochmal für die Einladung. Ich komme aus Halle an der Saale, das ist in Sachsen-Anhalt. Und ich habe heute das Privileg und die Einladung bekommen, dass ich hier zu dem Thema etwas sagen darf. Entschuldigt bitte, wenn ich ein bisschen aufgeregt bin. Ich meine, dass ich jeden Tag. Die wichtigen Punkte sind ja bereits angesprochen worden. Da brauche ich ja nicht nochmal drauf eingehen. Ich werde aber versuchen, meine Lebensgeschichte zu erzählen. Einfacher, als wenn ich das Buch hier präsentiere. Also ich bin 1981 geboren, mit einer Mehrfachbehinderung und bin dann 2 Jahre in einem Krankenhaus gewesen, weil man nicht wusste, wie doll meine Behinderung ist. Dann habe ich 3 Jahre bis 1987 in einem Kinderheim gelebt und die damalige Erzieherin hatte mich damals adoptiert. Und danach bin ich 10 Jahre auf der Körperbehindertenschule gewesen und habe dort meine 10. Klasse Realschule abgeschlossen. So. Mit einem Durchschnitt von Note 3. Wenn ich fleißig gewesen wäre, hätte ich vielleicht noch mehr schaffen können. Das ist aber nicht der Punkt. Die Schulbildung für behinderte Menschen kostet viel mehr als für die Nichtbehinderten. Und trotzdem habe ich eine Schulausbildung genossen. Ohne Bildung können wir die Behinderten und Nichtbehinderten nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt unterbringen. Bildung muss, egal ob man behindert ist oder nicht, immer an erster Stelle stehen. Egal, was es kostet. So, dann habe ich meine Schulbildung abgeschlossen. Und dann habe ich gedacht, naja, ich bin ja eigentlich geistig fit, mache ich mal im sozialen Bereich. Musste aber feststellen, dass ich mehrfach behindert bin. Ich kann nicht über sprechen, habe Bewegungsstörungen und trage 2 Hörgeräte. Und dann wurde mir vom Arbeitsamt erzählt, ich muss eine Ausbildung in einem Berufsbildungswerk absolvieren. Da kostet dem Staat mindestens 3-mal so viel, als für die Nichtbehinderten die Ausbildung. So, die Ausbildung als Bürokraft, also Kaufmann Angestellte, ich habe 2001 angefangen und 2004 mit IHK-Prüfung und Abschluss beendet. Mit 2,7. So. Da möchte man ja wohl meinen, mit einer Ausbildung und Schulbildung, die ihr ja alle mitfinanziert habt, da ich eine Arbeit finde, um von Sozialleistung Rente, Sozialhilfe, Grundsicherung, wegzukommen. Damals gab es noch Hartz IV wie heute. So habe ich gedacht, naja, mache ich mal Bewerbung. Schreibe 10, 20 Bewerbungen. Und es kam immer wieder Absagen. Mit dem Hinweis, wir haben für einen anderen entschieden. Gut, das erste Mal habe ich gedacht, kein Problem. Wenn man die Bewerbung bekommt, absagen. Mittlerweile sind aber seit 2004, mit Weiterbildung und so weiter, fast 10 Jahre vergangen. Mit Weiterbildung, absagen, Arbeitslosigkeit, Depressionen. Ja, was macht man? Man ist voll ausgebildet, eigentlich gar nicht so behindert, zumindest dachte ich zumindest.
Und dann war ich am Ende gezwungen, in eine Werkstatt für behinderte Menschen zu gehen. So, da fragt man sich, warum bin ich da eigentlich dort? Ich habe eine Schulbildung, habe eine Ausbildung genossen. Meine Mutter hatte mich gefordert, dass ich draußen selbstständig leben kann. Und dann habe ich mich gefragt, was soll ich denn da? Du bist doch gar nicht so bekloppt. So, naja. Und dann hat man gedacht, Sie müssen jetzt 2 Jahre Berufsbildungsbereich machen. Ich sage, wozu Bildungsbereich? Ich habe doch keine Klasse, ich habe doch Beruf. Ich könnte doch anfangen. Ja, das stimmt, aber die sind ja zu lange draußen. So, dann stellt sich doch die Frage, warum bin ich denn so lange draußen? Wenn ich arbeitslos bin, dann kann ich ja keine Berufserfahrung sammeln. Wie soll das denn funktionieren? So, naja, und dann hat man angefangen, als hätte ich keine Schulbildung, keine Ausbildung und nichts gemacht. So, und wenn man bedenkt, nach 2 Jahren Bildungsbereich hat aber mit dem Wort Bildung überhaupt nichts zu tun. Das steht nur auf dem Blatt Papier. Man hat das vorgelebt oder vorgesagt, was man tun und zu lassen hat, und man wird nur so viel ausgebildet, wie notwendig. So, dass das für die Werkstattbetreiber erreicht und mehr wird im Grunde genommen nichts getan. Und da wird es ja an Rennen, dass der Bildungsbereich in den Behindertenwerkstätten von der Bundesagentur für Arbeit und Rententräger und andere Sozialkassen finanziert wird, ohne Sinn und Verstand. Die Behindertenwerkstätten haben ja eigentlich die Aufgabe, eine berufliche Rehabilitation anzubieten. Sprich, auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten. So, da könnte man ja sagen, gut, 24 Monate nehme ich mir, ich bin da zu lange drauf. Aber ich muss feststellen, nach 2 Jahren Bildungsbereich, weil eher eine Beschäftigungstherapie war, muss ich noch länger in der Werkstatt bleiben. Ja, warum? Die Betreiber der Werkstätten bekommen vom Staat Geld. Dafür, dass ich dort meinen Hintern absitze, bekommen die bis zu 1.500 Euro vom Staat. Plus das, was die Behinderten durch die freie Wirtschaft erwirtschaften. Dann haben doch die Werkstätten eigentlich überhaupt kein Interesse daran, die wieder auf den ersten Arbeitsmarkt unterzubringen. Warum? Es hängen ihre Arbeitsplätze dran und die Angestellten werden vom Staat finanziert subventioniert. So, und es heißt ja, dass die Behindertenwerkstätten und die Beschäftigten die ganzen Wirtschaften produzieren. Tja, wenn das so wäre, warum gelten wir als Vollerwerbsgeminde und müssen die Wirtschaftsaufträge selbst erarbeiten? Warum geben Wirtschaftsunternehmen Aufträge an Behindertenwerkstätten, wenn wir angeblich nicht produktiv genug sind? Das hängt einfach mit dem System der Behindertenwerkstätten zusammen. Ist ja logisch. Wenn ein Beschäftigter im Durchschnitt 200 Euro verdient, während ein normaler Arbeitnehmer Mindestlohn bei rund 1.200 Euro netto verdient. Warum denn Arbeitgeber Behinderte einstellen? Es gibt überhaupt keinen Grund. Und hier haben wir einen Systemfehler. Keiner hat die Interesse, auch von Arbeitgeberseite behinderte Menschen einzustellen. Also sagt man, die Behinderten bleiben in den Werkstätten und man nennt die Rehabilitationseinrichtung, hat aber mit Rehabilitation überhaupt nichts zu tun. Seit wann dauert eine Rehabilitation 20 Jahre? Ich habe noch nie erlebt, dass eine berufliche Rehabilitation mindestens 20 Jahre dauert. Ist das Blödsinn? So, weil
um in die Werkstatt reinzukommen, muss man als Feuerwehrgemeinde gelten. Das heißt, unter 3 Stunden auf dem ersten Arbeitsmarkt. In den Behindertenwerkstätten mindestens 5 bis 7 Stunden. Das widerspricht sich doch. So, und warum werden die Leute nicht nach 5 Jahren schon gerendert und nicht erst nach 20 Jahren? Wenn die als Feuerwehrgemeinde gelten, könnte man ja machen. Die Betreiber und Politik haben keine Interesse daran, entweder Beschäftigten gleich zu bremsen oder als volle Arbeitnehmer anzuerkennen. Die verdienen uns. Und da die Behinderten selber zu wenig in der Gesamtbevölkerung von 82 Millionen fallen die 320.000 Beschäftigten nicht auf. Und deswegen hat die Politik und wollte kein Interesse, Behinderte nach ihren Möglichkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt zu unterbringen oder zu integrieren. So, dann habe ich mir gedacht, 2015 kam der gesetzliche Mindestlohn. Da habe ich gedacht, jetzt können wir endlich feiern. Endlich Mindestlohn. Besser als die Stunde 1,30 €. So musste aber feststellen, dass der Mindestlohn mit Ausnahmen verdient war und dass ich keinen Anspruch hatte auf einen gesetzlichen Mindestlohn. Weil ich kein vollständiger Arbeitnehmer bin, sondern ich gelte laut Gesetz Rehabilitant. Und Rehabilitanten hätten keinen Anspruch auf einen gesetzlichen Mindestlohn, weil sie als Feuerwehrgemeinde gelten. So einfach kann man das so schön beschreiben. So, um nicht zu sagen, dass die Behinderten ausgebeutet werden, dann darf man einfach, die Behinderten sind in den Werkstätten Rehabilitanten. Und Rehabilitanten sind doch besser, als wenn man sagt, wir benutzen die billige Behinderte als billige Arbeitskraft. Das kann man ja so nennen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche immer mit meiner Klage vor dem Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht, Bundesarbeitsgericht Erfurt zu gehen. Ich bin nach einem Klageweg gescheitert. Ich hätte Anspruch auf die Beschäftigten, hätte Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn, aber nur dann, wenn die Behinderten, der gesetzliche Betreuer, oder die Eltern für die Behinderten nicht den Werkstattvertrag unterschreiben. Und damit hat man den Arbeitnehmerstatus ausgehebelt und somit bekommen wir keinen gesetzlichen Mindestlohn. Das Bundesarbeitsgericht Erfurt hat gesagt, ich hätte in der Werkstatt bei den Betreibern den Werkvertrag nicht unterschreiben dürfen. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich einfach auch Mindestlohn. So, wenn ich das aber nicht gemacht hätte unterschrieben, dann hätte ich aber den Werkstattblatt nicht bekommen. So, was mache ich denn? Bleibe ich weiterhin zu Hause, kriege Depressionen, bin weiterhin abhängig oder ich gehe in die Werkstatt, um den Leuten zu kommen und kriege Rentenpunkte. Also bin ich gezwungen, als behinderter Mensch mich zu unterwerfen. Und das hat mit Menschenrechte, mit Behindertenrechten und so überhaupt nichts zu tun. Wir sind verpflichtet, den Kapitalisten zu unterwerfen. Solange das Kapital mehr wert ist als Menschenrechte, als Behinderte, als Minderheiten, wollte ich in dem Land nicht ändern. Weder für Arbeitslose, noch für Behinderte, noch für Minischocken. Wir müssen endlich kapieren, dass Menschenrechte nur über das Kapital zu stehen haben. Ansonsten reden wir für die Wand. Und zum Abschluss möchte ich gerne noch ein paar Punkte durchgehen.
Ich habe hier ein paar Punkte von 1981. Und heute haben wir 2021. Alle Diskussionen und Themen, die wir diskutieren, ist nicht neu. Ich benenne bestimmte Punkte. Die Unternehmer der Bereicherung unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit. Zweitens, den Gesetzgeber der Missachtung des Rechts auf menschenwürdige Entlöhnung. Missachtung auf menschenwürdige Entlohnung. Die Justiz der Verweigerung des Arbeitnehmerrechts für die Beschäftigten der Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Die inhaftierten Behindertenverbände. Die Entmündigung der Behinderten. Das sind alles Punkte von 1981. Kostenträger der Benutzung des Paragraphenschirmes zum Nachteil der Gruppen. Arbeitsverwaltung der geplanten Untätigkeit. Mit der Hoffnung, dass die Leute dies nicht wehren. Und all die Punkte müssen wir unter Achtung betrachten. Die Angeklagten arbeiten anhand mehrfach Täterschaft in der Tagesordnung. Von früh bis abend 24 Stunden, 365 Tage. Danke für die Aufmerksamkeit.